Hallo zusammen, ich bin's wieder und jetzt melde ich mich hier von der Fischerlagune, wo mein privater Fahrer mich gerade rausgelassen hat, weil ich hier Fotos machen soll. Ist total nett. Boah, hier stehen das, wo hier verbrennen die gerade vor die Sachen. Sieht auch cool aus mit den ganzen Fischerbooten und den Fischern, die hier so in der Lagune fischen. Und Fahrer ist auch total nett, ein bisschen älter. Ich lande jetzt den ganzen Weg mal runter und gucke, ob das wirklich nur, das ist halt mega dreckig und so, aber ja, mal ganz interessant, das zu sehen auch mit den ganzen Fischernetzen und so. Ich bin jetzt hier auf dem Himmelspass, Heaven Pass, und zeige euch jetzt mal so ein bisschen die Aussicht. Man kann total weit gucken und das ist mega schön hier oben. Die Sonne brennt jetzt auch nicht so krass. Also das ist echt cool. Gefällt mir richtig. Und man wird halt hier so zum, ja, so ein bisschen genötigt, hier in die Restaurants zu gehen und so. Wird bestimmt auch gleich grantig, wenn ich da keinen Kaffee trinke. Aber da habe ich halt auch so mal gar keinen Bock drauf, hier noch unnütz irgendwie Geld auszugeben, weil ich habe genug Getränke dabei und nö. Vielleicht hole ich mir ein Eis oder so. Weil es mittags, ja, nichts gegessen, aber gut gebruncht im Hotel und deswegen genehmige ich mir vielleicht eine kleine Erfrischung oder so. Und dann geht es weiter zu den Mama-Bergen. Da freue ich mich richtig drauf, auf die Grotten und so. Und bestimmt, also man kann auch Wanderwege, glaube ich, gehen. Und da nehme ich mir auf jeden Fall ein bisschen mehr Zeit für, weil das ist so mein Topping, was ich halt unbedingt sehen wollte. Und ja, dann sehen wir uns vielleicht da nochmal. Bergen und das ist hier richtig schön hier oben, weil man kann zur Pagode aufsehen. Man hat einen coolen weiten Blick, alles umringt. Super schön. Lohnt sich voll. Eintritt 30.000 Dong, also ich habe unter 1 Euro. Hier schon wieder eine kleine Pagode. Richtig schön. Richtig schön. Lohnt sich voll. Ich bin total geflasht gerade. Sie hat auf jeden Fall gelohnt, den Private Fahrer zu nehmen, um hier hinzufahren. War genau das. Treppensteigen ist so anstrengend, weil, wie ihr seht, Treppen ohne Ende, hoch und runter und wieder hoch und wieder runter, das ist nach einer Zeit echt nicht so geil. Und wenn man so komplett nass geschwitzt ist, auch nicht so geil. Kein Handtuch dabei, natürlich nicht, kein Wasser dabei, warum denn auch? Und ja, ich blende euch jetzt einfach mal ein paar Bilder ein von der Cave. Also es waren, glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Caves hier. Dann Pagoden, Aussichtstürme, die als Heaven Gate deklariert werden. Also die Vietnamesen sind auch echt einfallsreich. Aber mega schön. Auch in der Cave gerade so. Das Licht stand halt nicht so geil, dass man wirklich so den Lichtschein sehen konnte, der so durch die Halle geht, also durch die Höhle geht, aber wenn man hoch fotografiert hat, konnte man es halt recht gut sehen. Das blende ich hier jetzt ein. Dann wünsche ich euch viel Spaß damit.
Ich kann euch noch zwei Tipps geben für die Marmorberge. Erstens, tragt keine Flipflops. Scheiß Idee. Total ungemütlich, du rutschst hier auf den Marmorstein total aus, vor allem wenn man so schwitzt. Ich weiß nicht, ob man das an meinem Bein sehen kann, aber es läuft. Zum anderen, Gott, das sind noch mehr Tipps. Zum anderen, setzt euch Mut auf, nehmt eine Sonnenbrille mit, nehmt was zu trinken mit, ich habe es irgendwie immer noch nicht gelernt. Und Eintritt kostet 30.000 Dong, wenn man einmal den Elevator benutzt. Man kann auch die Treppen runter. Und es ist mega schön hier. Auch wenn man so viel laufen muss. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Deswegen macht auf jeden Fall die Marmorberge. Weil das ist richtig gut. Und heute ist so geiles Wetter. Ach, nehmt euch ein Handtuch mit. 5 oder 6. 7., 8., 9. oder 10. Tipp. Kommt auf jeden Fall rechtzeitig. Weil ansonsten habt ihr so eine komplette chinesische Gruppe vor euch, hinter euch, wie auch immer. Und das kann auch richtig nervig sein. Ich hatte es nämlich das Glück, dass ich richtig gut durchlaufen konnte. Hier sah, wenig Leute waren. Da könnt ihr Glück haben oder auch Pech haben. I'm dancing. Woohoo. Because ich habe ein Upgrade bekommen. Schon wieder. Again. Ich habe auch einfach zu viel Glück. Nebensaison. Die buchen mich einfach höher, weil die denken, oh, der können wir mal ein schöneres Hotelzimmer geben. Ich habe ein Villa-Zimmer. Ich hatte vorher das Superior-Zimmer, das niedrigste, und jetzt habe ich ein Villa-Zimmer. Total geil. Richtig geil. Guckt euch mal das Zimmer an. Das ist total schön. Mega geiles Bett. Voll schöne Einrichtung. Ich bin total geflasht. Das alles sieht super neu aus. Das ist das Aurora Riverside Hotel in Villa in Hoi An. Mega geil. Und hier das Badezimmer. Was ein geiles Badezimmer. Mit separater Dusche. Boah, wie geil. Und Regendusche, ja. Ich wollte eine Regendusche. So, das Geilste ist ja noch, man geht aus der einen Tür raus und kommt zum geilen Pool. Den finde ich mal richtig schick. So, dann kann ich durch mein Zimmer durchgehen. Die andere Tür auf. Und dann bin ich auf meiner mega geilen Sonnenterrasse. Ausblick, ja gut, ich gucke auf Felder. Könnte, würde ich sagen, schlimmer sein. Es mieft jetzt auch nicht, deswegen ist das eigentlich ganz cool. Es ist sauberheiß, deswegen genieße ich das jetzt noch nicht mit der Sonnenterrasse. Ich denke mal, das werde ich erst mal heute Abend machen, wenn es dunkel ist. Mich mit einem Bierchen hier drauf knallen. Weil, boah, wie geil ist das denn? Wie geil. Kostenloses Upgrade. Und das ist jetzt schon das zweite Mal auf dieser Reise. Ich bin so froh, in der Nebensaison gereist zu sein. Das war die beste Idee ever, glaube ich. Obwohl das Wetter der Hammer ist. So, man kann es nicht immer aushalten. So, weil mein ganzes Fett und so. Ich habe ja eh schon Hitze in mir. Jetzt habe ich doppelte Hitze und dreifache. Aber alleine schon so hier Cracker umsonst, ja. Also, ich weiß nicht, habe ich da Cracker. Cracker, Finger, Cracker. Umsonst. Hatte ich in bisher noch keinem Hotel. Bademäntel. Auch mit dabei. Regenschirme mit dabei. Und das ist nur ein 3-Sterne-Hotel. Also, richtig geil. Wenn euch das Video gefallen hat, klickt doch einfach auf mit Gefällt mir. Lasst einen Kommentar unten. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten schaut weiterhin meine Videos. Bis dann, ciao!